Der erste Tipp ist, geh duschen statt baden, denn das Duschen verbraucht viel weniger Wasser als baden. Der zweite Tipp ist, wasche dein Obst und Gemüse in einer Schale mit Wasser, anstatt den Wasserhahn laufen zu lassen. Und wenn du das Wasser in der Schüssel nicht verschwenden willst, gieße deine Blumen damit. Der dritte Tipp ist, wasche erst deine Wäsche, wenn deine Waschmaschine komplett voll ist. Der vierte und letzte Tipp ist, kaufe nicht jede Woche Kleidung, denn bei der Produktion wird ungefähr 6 Liter verbraucht. In der Schule kann man Müll trennen in Papier, gelber Sack und Restmüll. So vermeidet man, dass Plastik in Müllverbrennungsanlagen verbrannt werden. Oder man spart Papier, indem man zum Beispiel Wochenpläne über It's Learning verschickt. Damit spart man pro Klasse 25 Blätter die Woche. Außerdem kann man Strom sparen, indem man neumodische Heizungsanlagen in der Schule verbaut. Kannst du mal aufhören, Ferret? Denn viele Schulen heizen noch mit Öl, welches irgendwie entsorgt werden muss. Nein. Warst du schnell? Man könnte alternativ mit Gas- oder Sonnenkollektoren heizen. Man kann morgens umweltfreundlich zur Schule kommen, indem man mit Fahrrad, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. Man sollte nicht mit dem Auto gebracht werden, denn wenn das viele Leute machen, wird viel mehr CO2 freigesetzt. Man kann einen Stoffbeutel anstatt eine Plastiktüte benutzen. Damit verzichtet man nicht nur auf Plastiktüten, man verzichtet damit auch auf ein paar Cent. Lieber Glasflaschen anstatt Plastikflaschen benutzen, damit man auf Plastik verzichten kann. Anstatt im Supermarkt Essen mit Plastikverpackung zu kaufen, ist es besser, selber Essen zu machen, damit man Geld sparen kann. Lieber Wasser aus einer Leitung trinken, statt aus einer Plastikflasche. Man kann auch Plastikmüll am Meer sammeln. Jedes Plastikmüll, was gesammelt wird, kann keinen Tiermagen mehr verstopfen. Wie man CO2 sparen kann. Obst und Gemüse beim Regionalbauer kaufen, anstatt exportiertes Obst aus Brasilien, das mit einem großen Containerschiff geliefert wird. Weniger Fleisch essen, da sehr viel CO2 für die Nahrung der Tiere ausgestoßen wird. Die Raumtemperatur um 1 bis 2 Grad senken, da kann man über längere Zeit sehr viel CO2 sparen. Wenn man neue Klamotten braucht, nicht gleich neu kaufen, sondern lieber zum Secondhand-Shop gehen, da T-Shirts sehr viel Wasser verbrauchen und CO2 ausgestoßen wird. Geräte erst ab der Energieeffizienz A+ kaufen, da sie sehr stromsparend sind, aber auch hier lieber erstmal zum Gebrauchtwarenhändler gehen. Das war unser Film. Mein Name ist Ferit Ali. Kedin. Lukas. Roman.